Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Was? Beim letzten Mal ist so einiges passiert. Eileen ist zu meiner Großmutter gekommen. Eher gesagt, zu Cathys Großmutter. Hat mich total überrascht. Und man dachte, okay, Eileen hat vielleicht einen totalen Schaden. Aber wir haben jetzt einen Deal mit ihr. Sie ist gerade nämlich bei Isaac und fragt ihn, ob er nicht wohlmöglich was mit der Sache mit dem Kunstraub damals zu tun hat. Und wir, Cathy, sind jetzt anscheinend bei Jimmy Corcoran. In der Angstrom Nervenheilanstalt und befragen ihn nochmal. Und damit, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Mein Name ist Damarip und wir sind wieder zurück in Cathy Rain, A Detective is Born. Und ja, beim letzten Mal war wieder alles ein bisschen länger gewollt mit den ganzen Dialogen und das, was passiert ist. Und wir haben jetzt sicher einen Cut gemacht, weil das wäre sonst wieder zu lang gewesen. Und zwar, wie jetzt eben schon erzählt, wollte sich Cathy direkt auf dem Weg zu Jimmy Corcoran machen, der damals mit unserem Großvater gedient hat in der Armee. Und Eileen wollte mit Isaac sprechen. Ich hatte ja damals schon die Vermutung, dass wir vielleicht auch mal für kurze Zeit Eileen spielen. Vielleicht kommt das aber noch, vielleicht auch nicht, denn sie wollte sich bei Isaac, also dem Pater der Kirche, einlullen, damit er vielleicht ihr nochmal ein bisschen was sagt. Und wir sind jetzt hier bei Jimmy Corcoran und wollen ihn, wie schon gesagt, ja, fragen, was damals passiert ist. So, hallo Jimmy, ich habe nach Ihnen gesucht. Oh, is it for real this time? Oh, ist es dieses Mal real? Yes. This is all very real. Ja, das hier ist mehr als real. So you're going to ask me about Joseph now? Du stellst mir also jetzt Fragen über Joseph? How do you know that? Who told you? Woher wissen Sie das? Wer hat Ihnen das gesagt? You did. Every time you came here. Was? Du selbst, jedes Mal, wenn du hierher gekommen bist. Okay, das klingt sehr creepy. Ich muss aber mal kurz einen Schluck trinken, weil ich nehme hier schon wieder am Stück auf. Und da wird der Mund ein bisschen trocken. Eine Sache, die wirklich sehr komisch ist. Wieso sagt er, dass wir tausendmal hier gewesen wären und ihn fast immer gefragt hätten? Beim letzten Mal, das war auch zum Beispiel so, wir haben beim letzten Mal auch wieder diesen merkwürdigen Traum gehabt. Mit, keine Ahnung, einem grau-weiß-schwarzen, glatzköpfigen Typen. Und mit diesem Jungen damals vom Friedhof, der irgendwie das letzte Gemälde von Lilly angezündet hat. Und, als wäre das nicht schon schlimmer, stand der rote Mann, der Mr. Proper für Arme, vor dem Fenster unserer Großmutter am Haus und ist dann wieder gegangen. Und der Typ ist einfach sowas von gruselig, dass mir das immer wieder eine Gänsehaut verbreitet. You're not making any sense, Jimmy. We've never met before. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, Jimmy. Wir haben uns noch nie gesehen. I'm making perfect sense. Everyone says so. I'm the sharpest tool in the shed. Ich rede niemals Unsinn. Das sagen alle. Ich bin das hellste Licht im Hafen. All bets are off now, Missy. Better buckle up and enjoy the ride. Jetzt ist alles möglich, Kleines. Schnall dich besser an und genieß die Fahrt. Forget all the rules. No going from top to bottom. No checking off all the items on your list. Vergiss all die Regeln. Nichts von oben nach unten. Kein Abhaken aller der Punkte auf deiner Liste. Start by asking me about the young chronicler. Fang an, indem du mich über die junge Chronistin befragst. Chronistin? What the fuck? Chronistin? Okay. Fangen wir mal an. Vorfall 81. Do you know what happened to my grandfather in 81? No, that's not the chronicler. Nein, das ist nicht die Chronistin. Oh. Meint er wirklich speziell jetzt? Warte mal, kann ich auch was über ihn fragen? What happened to you, Jimmy?
Why are you in this place? Was ist mit Ihnen passiert, Jimmy? Wieso sind Sie an diesem Ort gelangt? No, that's not the Chronicler. Lily Myers? Was Lily Myers the Chronicler? War Lily Myers die Chronistin? The drowned girl, yes. She saw the loops, the endless possibilities. Das ertrunkene Mädchen, ja. Die sah den Kreislauf, die endlosen Möglichkeiten. She found that the branches had all been severed. Nothing but inevitability remained, staring her right in the eye. Sie fand heraus, dass all die Äste abgeschlagen worden waren. Nichts als das Unvermeidliche blieb, dem sie Angesichts zu Angesichts gegenüberstand. Das erinnert mich wieder sehr daran, dass ich damals schon die Theorie hatte, dass angeblich dieser Selbstmord von Lily Myers kein Selbstmord war. Und das bestätigt das so ein bisschen, also seine Andeutung. Ich meine, dass sie halt irgendwas herausgefunden hat, was sie vielleicht nicht herausfinden sollte und deshalb gestorben ist oder sterben musste. In the end, she was pulled across the great threshold, just like I was. Letztendlich wurde sie über die große Schwelle gezogen, genau wie es mit mir geschah. Ich war der Nächste. Next for what? Der Nächste für was? You're not listening. I'm next. Du hörst mir nicht zu. Ich bin der Nächste. Achso, der sterben soll oder muss? Sehr, sehr komisch. Das ist sehr, sehr komisch. Lily Myers Kunst. What is so special about Lily Myers art? Was ist so besonders an Lily Myers Bildern? No, that's not me. That's not my name. Nein, das bin nicht ich, das ist nicht mein Name. Ach so, das ist jetzt so Reihenfolge oder was? Ich finde es sehr interessant, wieso ich habe ihn jetzt zum Beispiel nach Lily Myers gefragt, aber das wird mir nicht grau angezeigt, dass ich das also erledigt habe. Jimmy Cochran. What happened to you, Jimmy? Why are you in this place? Das hatten wir ja schon. I'm not. I'm 6 feet under, looking up, watching reruns without a care in the world. Das bin ich nicht. Ich sehe mir die Radieschen von unten an und blicke nach oben. Sehe mir die Wiederholungen an, entspannt und sorgenfrei. You know, Joseph was a beacon. His passing sent ripples traveling in all directions. Weißt du, Joseph war ein Leuchtfeuer. Sein Dahinscheiden wirkte sich wellenförmig in alle Richtungen aus. Touching all of us with burning intensity. In my case, resulting in a mobilizing guilt. Berührte uns alle mit brennenden Intensität. In meinem Fall kam auch noch lähmende Schuld hinzu. After all, I sent him out there. It was all my fault. Schließlich war ich es, der ihn dorthin geschickt hatte. Es war alles meine Schuld. What was? What did you ask him to do? Was war Ihre Schuld? Worum haben Sie ihn gebeten? Be patient. We'll get there eventually. We need to follow the rules. Sei geduldig. Wir werden schon noch darauf kommen. Irgendwann. Wir müssen die Regeln befolgen. Let's continue, ironically, with the men who break the rules. Lass uns ironischerweise mit den Männern fortfahren, die die Regeln brechen. Die Blackheads? You mean the Black Hats? They're the men who break the rules? Sie meinen die Black Hats? Sind das die Männer, die die Regeln brechen? Indeed. Your father broke every rule in the book, did he not? In der Tat, dein Vater hat schließlich alle Regeln gebrochen, die es nur gibt, oder That's nicht? A mild way of putting it. Das ist noch eine Untertreibung. I feel your pain, but you will be free of him soon enough. Ich fühle deinen Schmerz, aber bald wirst du ihn los sein. I've seen you atop a great pit, dropping the last remaining memento of him into the empty blackness below. Ich sah, wie du am Rande eines großen Kraters standest und das letzte verbleibende Erinnerungsstück an ihn in die schwarze Leere fallen liest. Your mother, on the other hand. That's a story with a different ending. Deine Mutter allerdings, diese Geschichte findet ein anderes you Ende. You know, Mom? How is she? Sie kennen meine Mutter? Wie geht es ihr? Ist sie denn... Das war nämlich auch meine Theorie damals, ob sie auch hier in dieser Anstalt ist. Why don't you see her yourself and find out? Was? Wieso besuchst du sie nicht und findest es selber heraus? It's complicated. The last time we met was... ugly.
Das ist etwas komplizierter. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, es war ziemlich unschön. Looking away won't make it any less ugly, Kathy. Nur weil du den Blick abwendest, wird es nicht besser, Kathy. I know, just not yet. Ich weiß, aber ich bin noch nicht bereit. Very well. Let's go see the man you reunited with his family. Nun gut, dann lass uns über den Mann reden, den du mit seiner Familie wieder vereint hast. Lass uns über den Mann reden, den du seine Familie wieder vereint hast. Was? Das Bild? Hey, I'd like to show you something. Hey, ich möchte dir etwas zeigen. No, that doesn't happen yet. Okay, das kommt noch nicht dran. Der rote Mann? The man in red? Is that who you're talking about? Der Mann in Rot, reden Sie von ihm? Yes, indeed. Ja, in der Tat. Who is he really? Wer ist er wirklich? The collector of souls, the one who beckons and prepares. Der Sammler der Seelen, der sie zu sich winkt und sie vorbereitet. Oh Gott, Alter. Some call him a spirit guide. Others a devil dressed in red. Oh, einige nennen ihn einen Seelenführer, andere einen rot gekleideten Teufel. You are doing so much better than the last time. Now, ask me about the first thing you can think of. Du bist so viel besser als beim letzten Mal. Jetzt frag mich nach der ersten Sache, an die du denken kannst. An die erste Sache, an die ich denken kann? Der Vorfall 81. What happened to my grandfather? Oh, poor Joseph. Wrong place, wrong time, wrong friends, wrong life. Okay, ach, der arme Joseph. Falscher Ort zur falschen Zeit. Die falschen Freunde, das falsche Leben. An unstoppable force, meeting an immovable object. Eine unaufhaltbare Macht, die auf ein unachtbares Objekt stieß. There had to be course correction, Kathy. The house always wins. Der Kurs musste korrigiert werden, Kathy. Das Haus gewinnt immer. What did you ask him to do? Worum haben Sie ihn gebeten? I asked him to find the source and destroy it. For me, for Lily, for all of us. Er sollte die Quelle finden und sie zerstören. Für mich, für Lily, für uns alle. Ich kann mich erinnern, dass unser Großvater damals in dieses Diktiergerät etwas reingesprochen hat, dass er unbedingt was beenden muss, bevor es zu spät ist oder so. Könnte das wie eine Art Ritual gewesen sein und das ist schiefgegangen und dadurch ist dieser rote Mann entstanden? The source of what? Welche Quelle? Everything. The madness. The betrayals. The limitless suffering. Von allem. Wahnsinn, Verrat, unendliches Leid. How would he do that? Und wie sollte er das tun? I don't know. Joseph had a plan. He had allies. Ja, ich weiß es nicht. Joseph hatte einen Plan. Er hatte Verbündete. Allies? Who? Verbündete? Wen? The man in red. Someone else too. Den Mann in Rot und noch jemanden anderen. I found the message you left for Grandpa. You said, it happened to you too. What did? Ich habe die Nachricht gefunden, die Sie Großvater hinterlassen haben. Sie haben gesagt, dir ist dasselbe passiert. Was ist passiert? Needing the lights, of course. Don't you have my picture from the night in the forest? Ja, das Treffen mit den Lichtern, selbstverständlich. Haben Sie meine Bilder von der Nacht im Wald nicht gefunden? You mean this? Meinen Sie das hier? Oh, yes. They felt so warm. So comfortable, luring me in. Oh ja, sie haben sich so warm angefühlt, so tröstlich. Sie haben mich angelockt. But when they got close, I could feel my mind split in two. Aber als ich mich ihnen näherte, konnte ich fühlen, wie sich mein Verstand entzweite. I found myself with one foot on either side of the line, the thin line between hell and here. Ich fand mich mit einem Bein auf der einen Seite wieder. Auf dem dünnen Grat zwischen der Hölle und dem Hier. It felt like breathing through my nose with my mouth underwater. Es fühlte sich an, als ob ich mit dem Mund unter Wasser atmen würde. No wonder some sink beneath the surface, never to be heard from again. Kein Wunder, dass einige unter der Oberfläche sinken, um nie wieder aufzutauchen. Was that what happened to Joseph, Jimmy? Did he sink to the bottom? War es das, was Joseph zugestoßen ist, Jimmy? Ist er bis zum Boden gesunken? I wish I knew.
I'm just a man stuck with his ear up against the wall, picking up a word here and there. Ich wünschte, das wüsste ich. Ich bin nur ein Mann, der mit dem Ohr an der Wand lauscht und hier und da ein Wort aufschnappt. I am so tired, Kathy. I can feel the lights even now. Endless static in my head, like a TV tuned to a dead channel. Ich bin so müde, Kathy. Ich kann die Lichter sogar jetzt spüren. Ein endloses Rauschen in meinem Kopf, wie ein Fernseher, der kein Signal empfängt. But what are they? Where do they come from? Aber was sind sie? Woher kommen sie? The cradle of obscurity. The alpha to our omega. Die Wiege der Dunkelheit, das Alpha zu unserem Omega, der verzerrte Spiegel. Why are you constantly speaking in riddles? Wieso reden Sie ständig in Rätseln? Why do you assume I have a choice? We are nearing the end. Ask me about the misguided faithful. Wieso nimmst du an, dass ich eine Wahl habe? Wir nähern uns dem Ende. Frag mich nach den fehlgeleiteten Gläubigen. Was, den fehlgeleiteten Gläubigen? Na, die Kirche der Dreieinigkeit. Is the Church of the Holy Trinity the misguided faithful? Sind die Anhänger der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit... Tut mir leid, also die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit, die fehlgeleiteten Gläubigen? They are, yes. Das sind sie, ja. What makes you call them that? Wieso nennen sie sie so? Isn't it obvious? They believe the lights are divine. Ist das nicht offensichtlich? Sie glauben, dass die Lichter himmlischen Ursprungs sind. The lights are neither divine nor unholy. Die Lichter sind weder göttlich noch gottlos. They are but a twisted reflection of us. Sie sind nur eine verzerrte Reflexion unserer selbst. The judge and the jury are innermost child, our greatest fear. Der Richter und die Geschworenen, unser inneres Kind, unsere größte Angst. Everything we long for and desire. Alles, wonach wir uns sehen. It's more than most of us can take. The cup runneth over. Das ist mehr, als die meisten von uns ertragen können. Du füllst meinen Becher... Achso, du füllst meinen Becher mit... bis... Hoah! Du füllst meinen Becher bis zum Überfließen. How do I stop them? Wie kann ich sie aufhalten? You must go to their birthplace, their source. You must go to the cradle. Du musst zum Ort ihrer Geburt gehen, ihrer Quelle. Du musst ihre Wiege aufsuchen. It's the only way to save your friend. Das ist der einzige Weg, wie du deine Freundin retten kannst. What? Are you talking about Eileen? Was, redest du von Eileen? Yes, she is being claimed. She's in great danger. You have to go back, Kathy. Liz! Was? Ja, sie wurde geholt. Sie befindet sich in großer Gefahr. Du musst zurückgehen, Kathy. Schwester! I need more than that, Jimmy. Ich brauche mehr Informationen, Jimmy. Was, Schwester, Hilfe? Kriegt er jetzt einen Anfall oder so? I need to find Eileen. What the fuck? Ich muss Eileen finden. Was geht denn jetzt hier ab? What the fuck? Ist fucking Jimmy Corcoran am Sterben? Und kann der irgendwie vorhersehen? What the fuck passiert hier gerade? Ich muss zu Kathy. Eileen. Okay, und ich sehe gerade, das ist ja ausgebleicht. Ich kann nicht mehr zu den Black Hats, warum auch immer. Ich muss zur Kirche, Alter. Was geht denn hier jetzt ab? Oh Gott. Scheiße, es ist keiner hier. Ja. It's an altar. You know, the place where they put the sacrificed goats, kids and other... Nein, 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 das wollte ich nicht. Tür öffnen. Oh, bitte, geh die... Bitte lass die Tür aufgehen. Ja! Oh mein Gott. Okay. Was passiert hier, Alter? Okay, wir haben hier wahrscheinlich den das Arbeitszimmer von Isaac. Just old furniture and boxes filled with random junk. Nur alte Möbel und Schachteln voller Gerümpel. Porträt? Dann schauen. William T. Price. So that's Father Bill. Looks more like a businessman than a cult leader. William T. Price.
Das ist also Pater Bill. Sieht mehr wie ein Geschäftsmann aus als ein Kultur... als ein Kultführer. Nachdenken. I wonder what the church was like back when Father Bill was in charge. Ich frage mich, wie die Kirche wohl war, als Pater Bill noch die Zügel in der Hand hielt. Okay, wir haben hier ein... Was? Verschiedenes Zeug. Just old furniture and box. Achso, das ist das. Terminplaner. Nothing unusual, just a schedule of typical church events. Nichts Ungewöhnliches, nur ein Plan mit typischen Kirchenveranstaltungen, okay? Das Fenster. There they are again, watching my every move in this place. Da sind sie wieder und überwachen jede meiner Bewegungen an diesem Ort. Achso, diese drei Punkte. Schreibtisch. Isaac's desk. There might be something useful inside. Okay, Isaacs Schreibtisch. Im Inneren ist möglicherweise etwas Nützliches. Dann hau rein, Kathy. Oh. Ich habe einen großen alten Schlüssel im Inneren gefunden. Könnte das... Hey, what are you doing in here? What the fuck? Hey, was machen Sie hier drin? Oh Gott. Cut the bullcrap. Where is she? Where's Eileen? Genug mit dem Mist. Wo ist sie? Wo ist Eileen? What in the Lord's name are you talking about? Worüber reden Sie da in Gottes Namen? Red-haired girl, I know she came here to see you. Tell me where she is or I'm calling the cops. Oh mein Gott, was wird denn das jetzt hier? Rothaariges Mädchen, ich weiß, dass sie hierher gekommen ist, um mit Ihnen zu reden. Sagen Sie mir, wo sie ist oder ich rufe die Polizei. I don't think that's quite necessary. Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Was? Breaking and entering, are we? What? Na, wenn wir da keine kleine Einbrecherin haben. Was ist denn jetzt hier los, Alter? Sie verstehen das nicht. Meine Freundin wurde entführt. Verflucht. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Zum Teufel nochmal. Verhaften Sie mich einfach. Was? Das Erste? You don't understand. My friend has been kept. Funny story. Hands behind your back. Was? Now. Lustige Geschichte. Hände hinter den Rücken. Sofort. Oh. You gotta be kidding me. Was? Das ist doch wohl ein Scherz. Was? Als ob! Father Price doesn't press charges. Als ob! Sie sollten besser hoffen, dass Pater Price keine Anzeige erstattet. I want my phone call. Ich will meinen Telefonanruf. Can't hear you in there. Kann sie da drin nicht hören. You are such a fucking prick. Als ob! Sie sind so ein Scheißkerl! Enjoy your little vacation. I know I will. Genießen Sie Ihren kleinen Urlaub. Ich werde es auf jeden Fall. Als ob! Well, this blows. Was ein Mist. And I smell like goober. Und ich rieche auch noch wie Goober. Man-fucking-tastic. Einfach wunderbar. Als ob. I need to get out of here. Who knows what that freak is doing to Eileen right now? Ich muss hier raus. Wer weiß, was dieser Freak Eileen gerade antut. Oh mein Gott! Alter! Das entwickelt sich hier gerade. Und ich kann es nicht einschätzen, Alter. Jetzt sind wir fucking gefangen. Gefängnistür. Solid steel. There's no way I can make as much as a scratch. Solidierstahl. Da kann ich noch nicht mal einen Kratzer verursachen, okay? Locked tight. Where's the trust? Okay, das Ding. Was? Nicht dein Ernst! Ich habe meine Sachen nicht mehr? Alter, ich bin tot! Das weißt du, ne? Mob. Nehmen? Okay, now what? Okay, was jetzt? Gefängnistür? Ach, soll's. Nehmen. Ich kann damit was machen. Mob verwenden am schwarzen Brett. Ist ein Versuch wert. Ach, ist da vielleicht ein Schlüssel dran? Ups. Ups. Schwarzes Brett. Schwarzes Brett durchsuchen. Ist da vielleicht ein Schlüssel dran? These paperclips might be useful. Oder Büroklammern, das geht natürlich auch. Na dann, mach hier Büroklammern kombinieren mit Tür. Not a bad idea, but they can't be used for that in their current form. Was? Keine schlechte Idee, aber in ihrer aktuellen... Ach so, muss ich die also irgendwie, nachdenken? Verbiegen. Okay, let's see if I still got it.
Okay, finden wir raus, ob ich es immer noch drauf habe. Not perfect, but they should get the job done. Hm, jetzt sieht's aus wie ein Dittrich. Ach, wie mache ich denn das? 3:28 Uhr nachts. Ach so, oh, in Reihenfolge oder was? Nee, das war's nicht. Also hier, das, das vielleicht? Nee, okay, das, das, hier und dann ene mene Mist, es rappelt. Okay, wir haben keine Zeit dafür. Ah, fuck. Das, 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 das und das hier. Ja. I'm so good. Ich bin der Wahnsinn. Huh! Okay, okay, gut, gut, gut. Ausgang. Wie mache ich denn das jetzt, Schatzi? I'm not leaving without my things. Ja, wo sind denn meine Sachen? Beweisbeutel. I saw Lenny put my stuff in there. Ach, guti, guti. Ach, das war das. Okay. Okay, got all my things back. The key I found in the church, too. Okay. Huh? Was passiert hier? Hope's in jar. Hope's in jar. In ink your heart. Rule me, Nemesis. Rule me, Nemesis. What the hell? What the fuck passiert hier? Was zum Teufel? Ey! Ohne Mist, ich krieg jetzt wieder leichte Gänsehaut, wie damals auch in dem Part. Okay. Was passiert hier? Ausgang. Können wir da jetzt einfach so rausspazieren? Wo sind die? Oh, die sind da. Dann tschüss. Tschüss. Bye, Lenny. Geil, Alter. Aber die werden mich doch suchen. Gut, dass das Motorrad noch da war, wo ich es hingestellt habe. Boah, krass. Alter, das entwickelt sich zu etwas Wunderschönem. Und ich weiß nicht, was. Fakt ist aber, dass wir beim nächsten Mal... Alter, ich werde jetzt definitiv noch weiterspielen. Ey, das gibt's nicht. Das Spiel bringt mich immer wieder in diesen Modus. Ey, ich will jetzt nicht aufhören zu spielen. Ich muss erfahren, was passiert ist. Alter, das ist echt krass. Das ist echt krass, was jetzt passiert ist. Vor allem müssen wir unbedingt jetzt in die Kirche. Das werden wir aber dann alles beim nächsten Mal machen, Leute. Also, wenn es euch gefallen hat, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, damit ihr auch gar kein Video mehr verpasst. Und besucht mich doch mal gerne auf Instagram. Dort heiße ich da.ma.rip. Und wir werden dann beim nächsten Mal wahrscheinlich in die Kirche gehen und Eileen retten. Oh mein Gott, Alter. Ich habe keine Worte mehr dafür. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, ciao.